kochen gemeinsam. Freunde, wir gehen jetzt Frittenberg. Das ist der Laden, wo man ein bisschen Pommes bekommt, versteckt unter 90 Kilo Soße. Dave raucht? Was? Das hätte ich ja niemals von dir gedacht. Ich weiß nicht warum, aber über den Pommes steht Morgan Freeman. Das ist so, Grundvoraussetzung für jedes Businessmodel, dass man so eine kranke Wortkombination hat. Ja, immer, Digga. Zwei O, ich hab Wasser im Namen. Was gibt's bei so Friseur, so für Namen? Was gibt's da so? Schneidwerk. Verlockend. Rein in mein Maul. Wenn ihr richtig reich wärt, würdet ihr euch jemanden holen, der euch so füttert? Denkt ihr auch manchmal über so eine Maschine, die euch euren Schwanz automatisch legt? Denkt ihr auch manchmal über sowas an? Freunde, ihr müsst wissen, ich habe seit ungefähr 2 Jahren so ein richtig dickes Loch hier in meiner Nase in der Mitte. Und wir dachten, es wäre übelst lustig, wenn wir da ein Nasenpiercing reinmachen. Deswegen haben wir einfach das nächste Piercing-Studio angerufen und sind einfach hingefahren. Was ich aber nicht wusste, ist, dass das Loch, was ich schon hatte, viel zu weit oben war. Ist das im Knorpel hinten drin? Also, also so hier auf der Höhe? Hier wird das Septum hingesetzt. Oh mein Gott, ja, da ist nichts, da ist nichts. Jetzt wird. Oh mein Gott, jetzt wird. Wenn wir sowas richtig durchziehen wollen, dann dürfen wir stechen. Ziehen wir durch? Ja, echt. Oh mein Gott. Feuer, wie gesagt, du wirst eine kleine Träne verlieren. Das wird passieren. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Ich hab fast nichts gemerkt. Oh mein Gott. Du hattest wirklich recht, das ist jetzt nicht das Schlimmste auf der Welt. Währenddessen läuft mir so eine Träne runter. Oh mein Gott! Meine Mutter wird mich killen. Ich habe ja noch ein Piercing, Alter, Tibo. Danke. Ich danke dir. Hab ja auch zum ersten Mal gepierst. Freunde, wir fahren jetzt zu ein paar Homies und gucken, was die sagen dazu. Ich bin sehr gespannt. Oder ich habe was gemacht, okay? Okay, müsst ihr euch vorstellen. Okay, Sandy, pass auf. Ihr werdet es richtig beschissen finden. Ich habe mir heute ein Septum gemacht. Nein! Nein! Mach das raus, Kevin! Du warst nur nicht ein Wort gesagt. Ist es echt? Ist ein echtes Septum, ja. Aber warum? Du hast hier Nasenbriefchen gemacht? Ja. Warum führt das alles mit diesen Vlogs? Das ist der Start gerade von diesem Alter. Ey, das ist hier übelst fresh. Kevin, das ist ganz schlimm. Jetzt, wo ich so den initialen Schock überwunden habe, es... Ja, wenn ich jetzt genau hingucke, finde ich es immer noch nicht. Warum? Hast du eine Wette verloren oder so? Behältst du das jetzt? Oder? Nein, auf gar keinen Fall. Gut, Mann. Ich habe schon überlegt, wie ich das jetzt so gut reden kann. Freunde, hier stand gerade random so ein Bett rum und Sandy dachte sich jetzt, wir nehmen das einfach mit in den Club. Ey, ohne Witz, nimm das mit oder ich nehm das mit. Ja. Das ist heilig. Ja, natürlich. Hä, wieso schmeißt man sowas weg? Das rockt. Ey, nur mal. Guck mal, wir bringen das jetzt in meine Wohnung, dann kannst du heute Nacht bei mir pennen. Ja. Sandy, du nimmst es jetzt wirklich mit? Wir können das jetzt nicht einfach hier stehen lassen. So ein Angebot kommt nicht nochmal. Wir können es jetzt nicht einfach hier stehen lassen. Die deutschen Avengers einfach. Oh mein Gott, Jackpot! Ist das ein Hermann Miller, Alter? Ich glaube, das Sofa ist echt Leder, ne? Hä, hey, was denn? Oh mein Gott, was ist das hier gerade? Was finden wir noch? Ich liebe so Schnäppchenjäger-Sachen. Nova meinte eben schon, wir geben das zur Garderobe, 2,50. Als ob die das annehmen. Und da hinten ist ein Homeless Dude und wir überlegen, ob wir das da hinstellen, aber... Ja, was damit angefangen? Ja, vielleicht. Ich meine, schaden kannst du nicht, oder? Sandy, Junge. Wollen wir da noch einen Tenner oder so hinlegen? Hier sind 5 Euro, mehr habe ich leider nicht. Nein, Sandy. Freunde, wir haben jetzt gutes Karma gesammelt. Es ist jetzt Zeit, richtig voll laufen zu lassen. Let's go! Hey. Ja, das LED. Hallo, wir fahren nur wegen der LED mit. Dieses Mikrofon hat keine Wirkung. Warum redest du die ganze Zeit da rein? Weil ich mich wichtig fühle. Sammy, hey, hast du Visitenkarte? Ich rufe dich nächstes Mal an. Ich schicke allen meinen Freunden, Alter. Holy shit! Wie viele? Ruf mich an. Sandy, wir haben dich 3 Sekunden weggelassen. Wieso kommst du auf einmal mit einem Roller an? Ich gehe niemals zu Fuß.